Für die Natur möchte ich ein Wörtchen einlegen, für die uneingeengte Freiheit, für eine Abwesenheit der Zivilisation. Das Leben besteht aus wilder Natur. Das Allerwildeste, das ist das Allerlebendigste. Ich schöpfe meine Kraft in Sümpfen, nicht in kultivierten Gärten im Dorf. Henry Thoreau. Die Zivilisation wächst und entwickelt sich weiter. Immer mehr Land besetzt sie für ihre Bedürfnisse. Die Natur weicht Städten, Industriegebieten, Siedlungen, Gartenparzellen, Feldern und Wiesen. Sie werden von Menschen geschaffen und gelenkt. Im Gebiet Novgorod gibt es viele Wälder. Aber diese Wälder haben schon längst ihren ursprünglichen Anblick verloren und entwickeln sich nicht mehr nach natürlichen Gesetzen. Sie werden eingeschlagen, aufgeforstet, wachsen auf, reifen und werden von Menschen wieder eingeschlagen. Ländereien, die Menschen für ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse erschlossen haben, verlieren ihre natürlichen Eigenschaften. Auf diesen Flächen leben Menschen. Sie produzieren Lebensmittel, technische Rohstoffe und Holz, wobei diese Flächen nicht mehr vollwertige Ökosysteme darstellen. Sie charakterisieren sich durch Instabilität und Ungeschlossenheit. Ihre Hauptbesonderheit ist die krasse Verringerung der Artenvielfalt der lebenden Organismen. Nur natürliche Systeme schaffen und erhalten die für das Leben der Menschen unbedingt erforderlichen Umweltbedingungen. Das Weiterleben der Menschheit auf der Erde ist nur möglich durch Bewahrung der lebendigen Natur. Wissenschaftler sind längst zu dem Schluss gekommen, dass die Stabilität der Existenz des Menschen von der Bewahrung der Artenvielfalt von verschiedenen Gruppen von Organismen abhängig ist. Das Leben eines einzelnen gesehenen Lebewesens ist auf viele andere angewiesen. Einfacher gesagt, der Mensch muss in Harmonie mit den ihn umgebenden lebenden Organismen leben und sich bemühen, ihnen nötige Bedingungen für eine normale Lebenstätigkeit zu gewährleisten. Deshalb sind wir als vernunftbegabte Bewohner der Erde verpflichtet, für die Bewahrung der freien Natur Sorge zu tragen, unserer eigenen Zukunft wegen. Das Bewahren von Bereichen der unberührten Natur wird durch das Gesetz über besonders zu schützende Naturgebiete geregelt. Die strengsten Bestimmungen für den Schutz der Territorien werden in den staatlichen Naturschutzparks verwirklicht. Auf dem Territorium Russlands gibt es zurzeit etwa 100 Naturschutzparks. Einer von ihnen, der Rdeysky, wurde im Jahr 1994 auf dem Gebiet der Rejons Cholm und Poddorje im Oblast Novgorod geschaffen. Ziel ist Bewahrung und Erforschung des einmaligen Massives der Sphagnum-Sümpfe der südlichen Taiga des europäischen Teils von Russland. Seine Gesamtfläche beträgt ca. 37.000 Hektar. Das Territorium des Naturschutzparks nimmt einen Teil des Polist-Lovat Sumpfmassives ein, des größten in Europa. Es ist ein kompliziertes Sumpfsystem, das sich durch Verschmelzen von kleineren, versumpften Bereichen
im Zentrum der Ilmenseeniederung gebildet hat. Die Rdeja-Sümpfe haben eine große umweltbildende Bedeutung. Sie sind Sammelbecken und Reservoir für sauberes Süßwasser und bestimmen die hydrologischen Gesetzmäßigkeiten eines bedeutenden Territoriums im Südwesten des Gebietes Novgorod. Von hier aus nehmen eine Vielzahl von Bächen und Flüssen ihren Anfang, auch die großen Flüsse Polist, Poddorsky und Rdeja. Die Gesamtabflussmenge dieser Flüsse in den Lovat und in den Ilmensee ist bedeutend. Deshalb erfüllen die Sümpfe des Polist-Lovat-Massives die Rolle eines eigenartigen Stabilisators des Wasserspiegels im Ilmensee in der Zwischensaison und in wasserarmen Jahren. Sümpfe saugen wie ein gewaltiger Schwamm den Überschuss des Schmelzwassers auf. Im Ergebnis dieser Prozesse fließt das Wasser in die Flüsse nur allmählich ab. Im Laufe von Tagen, Wochen und Monaten. Oder es geht in grundwasserführende Schichten über. Das gewaltige Sumpfmassiv beeinflusst merklich das örtliche Klima. Auf den offenen Sumpfflächen entwickeln sich starke Windströmungen, oft bilden sich Windhosen, Gewittererscheinungen erreichen besondere Stärke. Im Zusammenhang damit mildert sich in der Umgebung der Sümpfe das Temperaturregime und das Feuchtigkeitsregime gleicht sich aus. Nicht zufällig waren die Sümpfe früher von einer Kette von Dörfern umgeben, in denen sich die Landwirtschaft erfolgreich entwickelte. Der Naturschutzpark Rdeysky wurde eingerichtet zum Schutz von Tier- und Pflanzenarten, für die feuchte Lebensräume charakteristisch sind, vor allem für Wasser- und Wartvögel, die das Territorium des Polist-Lovat-Sumpfkomplexes bewohnen, darunter seltene und in das Rote Buch Russlands eingetragene Arten. Auf dem Territorium des Naturschutzparks nistet die in Europa größte Population der großen Kronschnepfe, die zum Symbol des Naturschutzparks wurde. Von sehr seltenen Vogelarten, die in das Rote Buch Russlands eingetragen sind, trifft man auf dem Territorium des Naturschutzparks Rdeysky den Schwarzkopftaucher, den Schwarzstorch, den Königsadler, das weiße Rebhuhn, den Regenpfeifer und den grauen Raubwürger. Der Naturschutzpark Rdeysky dient als Unterschlupf und Futterbasis für viele Großtiere, darunter Elche, Wildschweine, Luchse und Wölfe. Seltener taucht der Bär auf. An kleinen Flüssen und Meliorationskanälen in den bewaldeten Randgebieten der Sümpfe siedeln Biber. Ihre Zahl ist seit den 60er Jahren stark angewachsen, nachdem sie auf dem Territorium der Rejons Cholm und Poddorje wieder ausgesetzt wurden. Die Pflanzenwelt der Sümpfe ist eigenartig, aber nicht reich. Hier wurden etwa 350 Pflanzenarten ermittelt, nicht weniger als 35 davon gehören zu den seltenen und geschützten Pflanzen in der Region. Zum Beispiel wilde Gladiolen, das edle Leberblümchen und 9 Orchideenarten. Vor allem sind die Rdeja-Sümpfe berühmt geworden durch ihre großen Bärenfelder. In der ganzen Welt sind unsere nördlichen Bärenarten bekannt. Moorbären, Preiselbären, Blaubären und Schwarzbären. Die gut tragenden Bärenfelder locken eine Vielzahl von Bärensammlern in die Sümpfe. Alljährlich erfolgt eine massenhafte und sogar kommerzielle Ernte von Moor und anderen Bären. Die Bevölkerung der Umgebung hat dadurch eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit. Aber es wächst auch die Brandgefahr. Der Störfaktor Mensch beeinflusst das Leben der Tiere. An bestimmten Stellen wird die Futterbasis einiger Tier- und Vogelarten, die sich von Bären ernähren, untergraben. Die Sammler benutzen oft technische Pflückhilfen, sogenannte Combines, mit denen sie die Pflanzen beschädigen. Die Sümpfe werden mit Geländefahrzeugen befahren, deren Radspuren den Moosteppich des Sumpfes und seine hydrologischen Bedingungen auf Jahre hinaus zerstören. Die örtliche Bevölkerung muss um die Verwundbarkeit ihrer Sümpfe, die sie ernähren, wissen und sie vor übermäßiger Belastung schützen.
Die im Rdeja-Land lebenden Menschen sollten die reichen Gaben nutzen, wie richtige Hausherren, die sich um die Zukunft dieses Landes sorgen. Der Naturschutzpark ist in erster Linie eine naturschützende Einrichtung, die ein eigenes Bewachungspersonal besitzt. Die Bewachung des Naturschutzparkes erfolgt nach dem Prinzip des operativen Einsatzes. Die Einsatzgruppe, am Verwaltungszentrum stationiert, ist bereit, zu jeder beliebigen Zeit zur Inspektion oder zur Festnahme von Gesetzesverletzern in die Abschnitte des Naturparkterritoriums auszurücken. Jedoch auch in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzpark beobachten Mitarbeiter der Wachabteilung das Territorium. Regelmäßig werden Kontrollgänge durchgeführt. Die Inspektoren haben zurzeit genügend Arbeit. Einige der häufigsten Verstöße sind das unerlaubte Bärensammeln und das Fischen. Neben dem Bewachungspersonal besitzt der Naturschutzpark eine wissenschaftliche Abteilung. Die Hauptaufgaben der Arbeit dieser Abteilung sind vor allem langjährige, stationäre Beobachtungen des natürlichen Ganges der Entwicklung der Naturprozesse. Die botanischen Forschungen auf den Territorien, die heute zum Naturschutzpark gehören, aber ebenfalls im gesamten Polist-Lovat-Sumpfkomplex, begannen noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Später, nach der Revolution, wurde auf dem Territorium des Sumpfkomplexes eine wissenschaftliche Expedition organisiert. In den 30er Jahren wurden die Arbeiten mit Mitteln des Leningrader Forschungsinstituts für Torf fortgesetzt. Die Wissenschaftler interessierten sich besonders für den Entwicklungsprozess des Hochmoores selbst und die Gründe für die Veränderung der Pflanzengemeinschaften in Raum und Zeit. Mit dem Studium der Pflanzenwelt des Naturschutzparks und der angrenzenden Territorien befassen sich zurzeit intensiv die Mitarbeiter der wissenschaftlichen Abteilung, das Botanische Institut Komarow in St. Petersburg und die Novgoroder Jaroslav Mudry Universität. Ornithologische Arbeiten im Naturschutzpark wurden erst in jüngster Zeit organisiert. Daten über saisonbedingte Veränderungen in der Natur und über die Anzahl der Tiere sammeln außer den wissenschaftlichen Mitarbeitern auch die Inspektoren während ihrer Kontrollgänge. Bei der Bewertung der Anzahl der auf dem Territorium lebenden Säugetiere und Großvögel sowie Birkhahn, Auerhahn und Haselhuhn hilft die Spurenzählung auf Tierpfaden im Winter. Alle diese Beobachtungen helfen nicht nur die Anzahl, sondern auch den Zustand der Population von verschiedenen Arten, ihre Verbreitungsdichte und die Beziehung zu bestimmten Lebensorten zu bewerten. Langjährige Beobachtungen sind Grundlage nicht nur für die Herausarbeitung bestimmter Gesetzmäßigkeiten der Naturerscheinungen, sondern auch Möglichkeit einer Prognose für die Zukunft. Seit einigen Jahren kommen in den Naturschutzpark auch Studenten der Novgoroder Jaroslav Mudry Universität zum Sommerpraktikum. Die Grundlage der Einhaltung des strengen Regimes des geschützten Territoriums ist das Verständnis und die gute Beziehung der örtlichen Bevölkerung sowohl zum Naturschutzpark selbst als auch zu seinen Mitarbeitern. Erreichen kann man das nur, indem man die Traditionen der Naturnutzung der Stammbevölkerung achtet, durch ständigen Gedankenaustausch und Anbahnung von Kontakten mit diesen Menschen. Solange die örtliche Bevölkerung keinen Nutzen im Naturschutz sieht, solange sie nicht mittels ihrer örtlichen Ressourcen überleben kann, solange wird sich nichts oder fast nichts ändern. Die Menschen sollten verstehen, dass ihnen gerade die ungestört lebende Natur ein würdiges Leben in der Zukunft gewährleisten kann. An die östliche Grenze des Naturschutzparks schließt das komplexe Schutzgebiet Rdeysky an. Dort, auf einer Halbinsel zwischen dem kleinen und großen Rdeja-See, inmitten von Überresten von Klostermauern, sind auch die Ruinen der Uspenski-Kathedrale erhalten geblieben. Bei der Ausstattung des Gotteshauses wurden große Fenster, Kunstschmiedearbeiten und kostbare Materialien verwendet. Die Ikonenwand aus Marmor zeichnete sich durch besonderen Reichtum und Prunk aus. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Kloster zerstört.
Das Kloster zieht noch immer Menschen an. Zu ihm führt ein 12 Kilometer langer, schwer begehbarer Sumpfpfad. Nicht nur Einsiedler, Wallfahrer und Lehrer aus örtlichen Schulen mit ihren Schützlingen bemühen sich, ihn zu überwinden. Diesen Ort besuchen auch Angler, Jäger, Bärensammler und einfach Neugierige. Es ist bedauerlich, dass das Territorium des Klosters und das Gotteshaus selbst stark unter der Unbedachtheit der Menschen leiden. Der Naturschutzpark Rdeysky, das ist eine Insel der wilden, urwüchsigen Natur, die an unserer Seite ihr Leben lebt. Und wir alle tragen Verantwortung für die Reinheit und den Schutz dieses Lebens. Eine Stadt hat Glück, wenn sie nicht nur kluge Köpfe enthält, sondern auch von Wäldern und Sümpfen umgeben ist. Wenn es in einer von Menschen besiedelten Region ursprünglich gewachsenen Wald gibt, solch ein Gebiet wird nicht nur Brot und Kartoffeln geben, sondern auch Philosophen und Poeten für zukünftige Jahrhunderte. Henry Thoreau.